Da sind wir wieder bei Ukulele und das unmögliche Versteck. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen die Toniken fertig, also sammeln die restlichen, die uns noch fehlen, und suchen die restlichen Bienen, die noch nicht in unserem Bienentaillon sind. Und ich habe mich wieder ein bisschen schlau gemacht, ne? Wir wissen natürlich, also hier oben. Nicht da oben. Hier unten. Sieht man das von hier? Nee, nicht so gut. Also hier hinter der Wand, ne? Da sehen wir das, dieser Dude noch. Die Statue von Capital B. Und da müsste auch noch eine Biene vorzusehen sein, genau. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie wir da hinkommen. Das ist noch für eine spätere Folge geplant, dass ich das rauskriege. Ich weiß echt noch nicht, keine Ahnung. Von hier so rüber. Vielleicht von da rüber? Warte mal. Alter, richtig easy. Wir machen das doch jetzt. Achtung. Wie kommt man denn da nochmal hoch? War das durch dieses Loch hier? Wartet mal. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Ich habe es gerade gesehen. Das habe ich noch nicht nachgeguckt, wie man da hinkommt. Aber ich habe es gerade gesehen. Und zwar, pass auf. Man geht hier hoch. Und dann... Moment mal. Finde einen schlafenden Riesen unter der Erde. Piekse den Riesen ins Auge, damit er aufwacht. Aber welches Auge? Du musst es suchen. Das rechte. Was? Das habe ich noch nicht verstanden, aber... Nice, da haben wir schon was fürs Bienentaillon. Richtig nice. Leute, das war richtig easy. Man musste da nur rüberjumpen. Schlafenden Riesen, piekse ihn ins Auge. Was ist denn ein schlafender Riese, den ich ins Auge pieksen kann? Das rechte Auge. Tja, dann weiß ich noch nicht. Da müssen wir nochmal kicken. So, erstmal den Hebel hier wieder, damit wir da nicht wieder runter droppen. Der hier vielleicht, aber wie piekst sich dem ins rechte Auge? Also wir wissen, dass da noch ein Tonikum ist. Und da muss man, da kommt man hin, indem man... es ist ein bisschen dämlich. Man geht einfach hier durch. Und dann... Doinks. Ach so, und dann... Muss man den Stamm da noch hinschieben? Als Sprunghilfe? Alter. Ja, guckt mal. Doinks, doinks. Tonikum Regenbogen gefunden. Nice, damit haben wir eine Biene fürs Bitaillon, ein Tonikum. So, jetzt wollte ich doch noch ein Tonikum, oder nicht? Wo sind wir denn jetzt? Bei den Wolkenfritzen? Ja, okay, hier ist auch noch eins, genau. Ich weiß nicht mehr, wie der Hinweis hierfür war. Das hier war es nicht. Ist hier noch so ein Hinweisschild? Mal nochmal gucken, ob der. Ja, hier du, erzähl mal. Boinks, boinks. Nein. Machen wir mal so. Boinks, boinks. Du scheinst diesen. Oh. Piekse ihn ins rechte Auge. Schlafender Riese. Verstehe ich nicht. Jedenfalls muss man irgendwie hier den rechtesten Mast. Wie kommt man da rauf? Wie soll man raufstampfen, Kumpelkrachern? Ah, warte. Aha. Aber reicht das? Das ist ein bisschen sehr tricky. Oink. Ja, genau. Schon verkeckt. Komme ich doch nicht rauf? Wie komme ich denn da rauf? Also vielleicht komme ich da doch so rauf. Okay, dann müssen wir das mal so machen. Wir switchen auf das gute alte Steuerkreuz. Ja, ja, ja. So, und den sollte man hier Kumpelkrachern für ein Tonikum.
Tonicum, düsterer Comic, gefunden. Okay, keine Ahnung, wo da der Tipp herkommt. Weiß ich gerade nicht, nee, sorry. Und dann, da noch ein Tonicum hatte ich noch für heute geplant. Da muss ich aber erstmal hinfinden. Wo war das denn nochmal? Ja, das finden wir auch, das finden wir. Schlafender Riese, rechtes Auge. Weiß noch nicht. Also irgendwo muss hier so eine Röhre verschiebbar sein. Die hier zum Beispiel. Und die können wir dann so... ja, ja. Und dann können wir hier in das Fenster reinrollen. Und dann sehen wir da hinten ja auch schon rechts das Tonicum. So. Und dann... Tudum. Tonicum Comic gefunden. Nice, nice, nice. So, und jetzt den Secret Exit. Der wird euch richtig... Da werdet ihr euch verarscht vorkommen. Wen hatten wir jetzt eigentlich hier? Aha, dich hatten wir. Ropellant. Ropellant ist Will Swarms Junge und auch ein Kartograf der Königin. What? Whatever. Also gut, ich wollte jetzt zu 13, 14, 15, 16 dahin. Ja bitte, zu Kapitel 16. Und hier ist ja übles Uferklettern angesagt. Und das machen wir. Da sehen wir auch links oben schon den Warp-Ausgang. Jetzt müssen wir nur den Eingang finden. Und ihr werdet euch richtig ärgern. Ich habe jetzt eingestellt Federplosion, Federmagnet, Googly Eyes und die Federbank. Dass wir eben die Feder nicht mehr verlieren, wenn wir sterben. Das ist ziemlich gut. So, zack, ihr erinnert euch noch, hier musste man so hochklettern. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch. So. Vor allen Dingen an das Ende vom Level erinnert ihr euch bestimmt noch. Das war ganz toll. Wir sind jetzt mal nicht so ultra auf Federn aus. Wir wollen jetzt auch mal hinter uns hier. Wir wollen das auch mal hinter uns bringen. So, zack. Nice. So, hier, ne, das mit dem Wasser. Wir erinnern uns, die Dinger kommen hoch. Und wir einfach nur davon wegschwimmen. Damit wir nicht erwischt werden. So, das ist völlig egal mit den Federdingern. Das sind voll die Trollkisten, nur die haben gar nichts drin oder nur eine einzelne Feder oder so. So. Aua. So, hier müssen wir nach rechts. So. Und auch hier müssen wir nach rechts. So, zack. Nice. Nicey. Genau, wir müssen relativ bis kurz vors Ende wieder. Irgendwie sind die Warps immer relativ kurz vorm Ende, so wie es scheint. Googly Eyes. Nice. Controlletti, auch nice. Und wir können Pumpe krachern. Ich komme nicht raus. Und nu? Ah, da. Ha! Witzig. So, zack. Aua. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Vorerst jedenfalls nicht so schlimm. So, die Münze da, die ist uns mal völlig egal. Wir jumpen hoch. Controlletti, nice. So, hier gibt es noch ein paar Federn. Und eine Twit-Münze, wir erinnern uns. So. Boinksy, boinksy. Zack. Der droppt auch ein paar Federn wegen der Dingsy-Bumsy-Geschichte. Federplosion. So. Und hier nochmal nach links zurück.
Die nehmen wir natürlich mit, ne? Ist ja klar. So, und dann... Ihr erinnert euch vielleicht, wie ich hier durch bin, ne? Weil ich da dachte, da ist doch bestimmt ein Secret hinter, wenn man vor dieser Metallbox rechts rüber in das andere Rohr hüpft. Ist doch bestimmt ein Secret dahinter, oder nicht? Tja, wartet mal, wir müssen das mal schaffen. Ich zeige euch das gleich mal. Also gut. Nochmal die ganze Schmuseligkeit hier. Jetzt seht ihr auch, wir haben die Federn nicht verloren. Wir kriegen die einfach immer wieder. Das ist ziemlich nice, wenn man irgendwo einen guten Controller hier setzen kann. Hinter dem es ziemlich viele Federn gibt. Ja, dann kann man sich da ziemlich nice Federn einsnacken. Ich meine, hier gibt es ja schon einige. Aber es gibt bestimmt noch bessere Controller-Dies im Spiel. Ich meine, hier diese 30er. Oh, ist schon gut, ne? Vor allem, wenn das nochmal 1,2, glaube ich, haben wir jetzt gerade ist. So, jetzt also hier hin und dann Zack. Ich nehme die Federn trotzdem mit. Und dann ist hier einfach... Man ist hier einfach trotzdem ein Secret hinter dem Rohr. Und dann hatten wir das nicht gefunden oder was? Keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten das ausprobiert, hier hinter zu rollen. Habe ich das einfach nicht geschafft? War ich zu blöd? Und jetzt schaffe ich das so easy? Kein Plan, Mann. Naja, anyway. Jetzt sind wir beim Secret Exit rausgekommen. Genau an der Stelle, wo ich auch übel gesucht hatte. Und hier gibt es natürlich noch eine Biene fürs Bientaillon. Nice. Sehr schön. Es ist Nummer 47. Das heißt, es fehlt nur noch eine? Wow. So, das war jetzt also Antbia. Ein ruhiger und besonnener junger Wächter, der kaum einmal ein Summen von sich gibt. Mhm. So, und dann haben wir... Was war jetzt mit den Tonika? Welche waren denn das jetzt hier? Genau, also Regenbogen, ein Farbenrausch mit allen Farben auf einmal gekauft. Comic. Jedes Kapitel handgemalt von den Künstlern von Beak Comics. Cool, so schwarz-weiß dann nur noch, okay. 1000 habe ich gerade leider nicht übrig. Düsterer Comic. Die Kapitel sehen düster aus und wurden von dem Künstler gestaltet, der auch für Sting City verantwortlich zeichnet. Ah ja. Verstehe. Das heißt, jetzt fehlt nur noch, es fehlt doch nur noch eine Biene, oder? Genau, die ganz unten rechts. Alter, wer bist du? Wer bist du, Biene? Das finden wir noch raus. Aber erst in der nächsten Folge. Wie viele Tonika fehlen denn jetzt eigentlich noch? Also das da ist das Letzte, was wir kriegen, wenn wir alle Bienen haben. Und vorher sind noch, oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Tonika noch. Okay, 6 Tonika noch. Ja, mal sehen, ob wir das alles in der nächsten Folge schaffen, ne? Die Bonusbiene und die 6 Tonika. 7 Tonika mit dem hier. Mal sehen. Jedenfalls danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.